Und damit dann auch wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, wir hatten gesagt, wir brauchen noch einen weiteren Frachtcontainer. Weil ich eigentlich sehe, dass wir noch zwei weitere bauen müssen. So, interne Panzerung brauche ich nur. Haben wir da nicht noch welche? Nee, okay. Das müsste ja auch noch hier oben zu haben sein, oder? Ja, ich denke mal. Jo, das sieht gut aus. Gut, 4 bringt das jetzt auch nicht, ne? Ja, bei 400.000 noch. Das ist schon übel. Warte, kurz stopp. Ich glaube, das Gestein überrollt uns gerade so ein bisschen. Ja. Und zwar gewaltig, ehrlich gesagt, wenn man das hier sieht. In den Frachtcontainern sind immer 400.000 drin. Boah, das ist extrem. Wir brauchen eine große Anlage. Der hier hinten kann ja auch halt noch weiter nach unten, ne? Der ist ja aus der halben Strecke. Noch nicht mal. Da geht sogar noch mehr. War ja nur ein Teil hiervon. Ja, wobei doch, ja, halbe Strecke. Sagen wir halbe Strecke. Okay. Puh. Das ist doof. Ja, so ein bisschen. Jetzt überlegen. Wie am besten. Ja, noch ein Frachtcontainer bringt auch nichts. Doch, könnte. Können wir interne Panzerung basteln oder stellt er sich da jetzt an? Wenn ich ihm sage, ich hätte gerne 200 interne Panzerung. Nö, macht er. Okay, dann hole ich mal von hier interne Panzerung. Von den Förderleitungssystemen. So, das ist ein Startplatten. Naja, ist jetzt auch nicht so wild. Das muss eh weg. Hey, das ist einfach abgehauen. Das ist sogar relativ viel jetzt einfach abgehauen. Ja, dann machen wir schnell den Frachtcontainer fertig, ne, würde ich sagen. Okay, hat er jetzt auch 400.000 hier drin. Sieht jetzt dann hier besser aus zumindest. Ja, auch nicht. Ist krass, wie viel Gestein wir lagern können. Ich da jetzt noch einen draufsetze, ne? Kann sich keiner beschweren, dass wir keine Frachtcontainer haben. Ich hol da mal noch was. Mhm. Achso, es muss ja eh abbauen hier unten. Energy ist gering, okay. Na? Da kommt jetzt nichts. Okay, er hat ein bisschen Eisen und alles da. Wunderbar, kann jetzt hier anfangen. Lass ich zu produzieren. Ja gut, okay, er muss die halt noch schweißen, ne?
Was habe ich denn, was ich da noch mit hingeben könnte? Eigentlich alles, ne? Ein bisschen was essen nebenbei darf man auch nicht vergessen. Na, wo ist denn jetzt hier die Binarie? Genau. Da werden die lange zu knabbern haben dran, bis das dann mal endlich alles abgearbeitet ist. Ich mache mal den Gravel Shifter aus. Weil da zieht mir meiner Meinung nach jetzt nach zu viel Energie. Wir haben nämlich nur eine Batterie. Wir sehen nicht so viel drüber, ne? Deshalb, das passt schon. Das wäre natürlich viel, viel besser zum Erkunden, ne? Wenn wir es ein bisschen leichter machen. Ja, ich denke, wir behalten das. Das könnte man echt machen. Da macht man dann überall Atmosphärentriebwerke rein. Und sind ja schön versteckt. Die kann man damit durch die Gegend heizen. Genau. So, Atmosphärentriebwerk, genau. Das. Ich weiß nicht, ob ich um die Farbe behalten muss. Das muss jetzt nicht sein, ne? Ich glaube, es bewegt sich, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, es fängt wieder an sich zu bewegen, weil es keinen Seitenhalt hat. Aber jetzt. Okay, ja, es ist leicht weggeflogen. Nur ein bisschen leicht. Ganz leicht. Vorsichtig, genau. Ups. Ich würde es gerne landen. Okay. Das ist, glaube ich, gut gegangen. Ist doch schon mal ein Fortschritt. Gut, die Krankenstation brauche ich nicht. Weil wir haben oben die andere Krankenstation. Die werden wir jetzt auch mal hacken. Entsprechend, dass das dann unsere ist. Ah. Trotzdem ist sie offline. Okay, eigenartig. Naja, haben wir jetzt halt so ein riesiges Schiff hier im Vorgarten stehen, ne? Hat ja auch was.